Hallo meine Freunde von mal wieder angeln. Und zwar geht es heute mal um das Thema Aaltöten und Ausnehmen. Das Gesetz sieht ja vor, dass wir den Aalen mittels eines Aaltöters das Genick brechen bzw. durchtrennen. So vor, wir messen erstmal den Aal, vergewissern uns erstmal, ob der überhaupt sein Maß erreicht hat. Das Maßband sagt gute 52 cm. Somit hat der Aal sein Maß erreicht am Rhein. Legen das da, wo der Aal seine Kiemen spreizt, legen wir das Ganze einfach an und dann drücken wir einfach nur den Aaltöter runter. Dann hat sich die Sache eigentlich schon im Prinzip gegessen mit dem Aal. Wer mag, kann noch mal einen zusätzlichen Herzstich geben, aber mittels dem Aaltöter haben wir das eigentlich alles schon erledigt. Und dann können wir den Aal ausnehmen. Wie ihr das nun macht mit dem Aal, ob ihr den jetzt per Aaltöter tötet oder per Herzstich und Kopfschlag oder Gott weiß was, das müsst ihr euch einfach mit euch moralisch auch selber ausmachen. Allerdings sei gesagt, dass ihr den Aal direkt nach dem Fang auch dann auch ausnehmen solltet, weil sonst, ich weiß nicht, wie gesagt, es ist halt eine moralische Sache, jeder muss das mit sich selber vereinbaren. Ich töte meine Aale sofort nach dem Fang, der andere hältet sie. Der andere, ja, legt sie, was weiß ich, nicht ein. Und deswegen, wie gesagt, das sei euch überlassen. Macht es, wie ihr es für richtig haltet. Uns den Aal. Nehmen unser Schlagholz, wie wir das auch ganz gewohnt normalerweise auch kennen. Und schlagen den Fisch auch einfach ganz normal ab. So, dann drehen wir den Fisch um. Ich nehme mir das Messer, ich habe mir so ein Cuttermesser gewählt, weil ich die Klinge schön dünn finde und extrem scharf sind, womit wir die Aalhaut auch zerschneiden können. Die Aalhaut ist ja bekanntlich extrem lederig und deswegen können wir mit dem Messer das Ganze besser zerschneiden. Wir machen das aber erstmal so, dass wir dem Aal, nachdem wir den abgeklopft haben, noch einen zusätzlichen Herzstich geben. Das machen wir genau in dem Bereich, wo das Maul ist, wo das Dreieck von den Kiemen zueinander führt. Dort stechen wir den Aal einmal schön rein. Dann sehen wir auch, dort kommt das Blut raus. Damit sind wir auf der sicheren Seite, dass wir auch auf jeden Fall den Herzstrang getroffen haben. Und dann können wir auch so weitermachen, dass wir den Aal einfach aufschneiden. Am Afterbereich fangen wir dazu an. Das war zu viel. So, schneiden einmal schön sauber hoch und dann machen wir das Ganze so, dass wir hinten am Afterbereich auf jeden Fall noch ein Stück nach hinten zur Schwanzflosse hin schneiden. Die Afterhöhle noch durchtrennen. Können wir hier mit dem Finger rein, mit dem Daumen schön darunter. Das Ganze raus mit einem Zug. Jetzt darauf achten, definitiv hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir jetzt hier diesen Strang auch noch durchtrennen, damit wir diesen Blutstrang, der hinten den Nerv zum Aal, seine Schwanzflosse hin bildet, auch rausziehen. Weil da sitzt das meiste Blut drinne, mit wie in den Kiemen. Und da weiß man ja bekanntlich, dass das Aalblut giftig ist. Deswegen trennen wir das Ganze auch noch schön da raus.
Schauen wir mal, ob wir das mit einem Zug jetzt rausbekommen. Lass mal hier jetzt heraus. Und da ist der Strang, den ich eben meinte, der Blutstrang. Da müssen wir jetzt mal schauen, hier, weil das Fett von dem Aal genau mit diesem Blutstrang auch sich verbunden ist. So. Jetzt versuchen wir das mit einem Zug rauszuziehen. Guck mal, hier jetzt. Da sieht man auch, wie das Blut da rauskommt. Und darauf achten, dass man das schön langsam da rauszieht, damit man das komplett rausziehen kann. Da sieht man das schön. Wenn ihr das nicht rauszieht, dann ist das auch das Ganze, blutet dann die ganze Zeit nach. So, das können wir jetzt noch hier, können wir das noch so machen, dass wir die Kiemen uns noch raustrennen. So schneiden wir den Aal noch ein Stück weiter nach oben hin. Auf. Hier sind ja an den Seiten die Kiemen. Kann man das jetzt auch kennen? Hier sind die Kiemen, der Kiemenbereich. Bei Bedarf, wer jetzt zum Beispiel den Aal räuchern möchte, könnte noch dann halt die Kiemen rausschneiden. Oder halt je nachdem, wenn er jetzt einen Brataal jemand sich machen will, dann braucht die Kiemen jetzt nicht unbedingt rausschneiden, weil dann schneidet ihr ja eh den Kopf ab. Im Prinzip sind hier einmal auf der Seite die Kiemen und hier auf der Seite einmal die Kiemen. Wenn ihr die Kiemen nicht rausschneidet, blutet der Aal auch die ganze Zeit nach beim Räuchern. Und das ist dann halt nicht vom Vorteil. Wie gesagt, das Aalblut ist ja giftig. Also schneiden wir hier nochmal von unten. So. Können wir denn die Kiemen hier? Da sind die Kiemen. Die Kiemen rausholen. Einmal. Und dann hier noch auf der anderen Seite auch noch. Schneidet ihr die Kiemen auch noch mal raus. Das einfach ab. So. Hier haben wir auch noch ein Stück von den Kiemen dran. Können wir uns auch noch abschneiden. Und dann haben wir das. So wäre der Aal komplett ausgenommen. Hier noch ein bisschen sauber machen, nachwaschen. Und dann Petri Aal, meine Freunde.